Puppensachen ist Ihr Motiv? Ja, für Baby Born, für Baby Lou und auch für Künstlerpuppen. Haben wir, das ist unser Hobby, haben wir genäht, gestrickt, geprimt. Und wie lange machen Sie das? Jetzt das vierte Jahr. Vierte Jahr? Ja. Jetzt hier auf der Ausstellung? Oder? Ja, hier auf der Ausstellung. Ansonsten bin ich viel oben in Norddeutschland und in Leer, in Papenburg, in Lingen, na, August Fehn und ja, die Ostfriesen. Ja. Da verkauft man sehr gut und macht Spaß, ja. Und die stehen auf Blau-Weiß. Das und es sind also ausschließlich Puppensachen, die Sie herstellen oder sind auch Kindersachen? Nein, wir machen nur Puppensachen. Ja, ja, ja. Und es ist ja ganz niedliche Dinge dabei. Also ich wurde mal schon mal hier wieder fasziniert, die dieses Teddy-Trikot zeigen. Ja, da würde ich schon wieder sehr interessiert sein. Aber ich habe leider nicht da die dazugehörende Puppe. So. Ein ganz süßes Rüschenkleid. Allerliebst. Also jede Puppe würde sich freuen, wenn sie das anziehen durfte. Aber sie nähen nicht nur, sondern sie häkeln auch. Häkeln, stricken. Also alle handwerklichen Dinge, die eine Frau auszeichnen. Ich war früher Schneiderin, dann war ich Zugabfertigerin bei der BVG und dann musste was Neues gefunden werden und das ist jetzt die Puppensachen. Mhm. Ich habe drei Söhne großgezogen und da gab es keine Puppen. Mhm. Aber jetzt. Aha, da haben Sie sich das Püppchen selber zugelegt, ja? Ja, das sind alles meine Puppen. Zu Hause mit Porzellanpuppen und naja, rundum. Ja, und wie ich sehe, es gehört auch dazu, ja? Ja. Wie ich sehe, sind auch einige junge Damen hier vertreten und zeigen ihre Kollektion. Sie guckt zwar ein bisschen traurig, aber hat auch das Schuhchen verloren. Aber sie sieht ganz niedlich aus, oder? Würde ich doch sagen. Ein wunderbares Kleid. Und es geht auch ganz flott hierzu. Eine sportliche junge Dame zeigt sich hier. Sie hat einen Regenanzug an und ist jedem Wetter gefeiert. Und Baby ist auch da und zeigt auch seine Kollektion. Als neuestes haben wir. Das ist die Kamera, ja. Als neuestes haben wir für die Babyborn eine Hose. Da wird ein Taschentuch reingepackt und das ist preiswerter für die Babyborn, als wenn wir die teuren Windeln kaufen. Das hat meine Freundin neu erfunden und das verkaufen wir auch. Das ist also Windel für die Babypuppe. Eine Windelhose für die Babypuppe. Badelatschen haben wir auch. Ja, na was haben wir noch? Hübsche Kleidchen. Das war's eigentlich. Dann sind Sie sicherlich nächstes Jahr auch wieder vertreten hier? Aber selbstredend. Na, da freuen wir uns drüber. Recht herzlichen Dank.